Yo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu einem Dragon Ball Super Video, denn heute wird mal ein bisschen geredet, denn ich wollte einfach mal mit euch reden über das zweitwichtigste Thema momentan im Dragon Ball Super Arc, denn das wichtigste Thema ist, wie wir alle wissen, Black Goku. Wer ist dieser Black Goku? Aber das zweitwichtigste Thema meiner Meinung nach ist halt, was macht Black Goku jetzt? Was für ein Super Saiyan wird er? Wird er überhaupt ein Super Saiyan? Und so weiter. Wollte ich mal in einem Video ein bisschen bereden, weil die Leute, die sich mit dieser Dragon Ball Super Materie ein bisschen besser beschäftigen und ein bisschen mehr da reinstecken, sage ich mal, die wissen auch ganz genau, was der Super Saiyan White ist, und die werfen diesen Super Saiyan White sehr, sehr oft rein, wenn es mal halt angebracht ist, wenn mal eine neue Folge raus ist oder so. Und viele Leute, habe ich auch in den Kommentaren gesehen, speziell bei mir, wissen gar nicht, was der Super Saiyan White eigentlich ist und fragen sich dann immer, yo, was ist das denn? Und es tut mir leid, dass ich nicht alles einzeln beantworten kann, deswegen dachte ich mal, mache ich das hier am Anfang des Videos und gehe dann weiter darauf ein, wieso ich denke, dass Black Goku wahrscheinlich Super Saiyan White wird. Und ja, Leute, auf jeden Fall, es gab ein Interview mit Toriyama, wo er etwas gesagt hat, was das Ganze so ein bisschen eingeleitet hat, und ich lese es einfach mal vor, ich habe es noch übersetzt, deswegen ist es nicht 1:1 genau, der Wortlaut, aber die Information dahinter ist ganz genauso. Und zwar hat er gesagt, in Battle of Gods war es rot, also habe ich mir in Resurrection of F etwas anderes überlegt, nämlich blau, und das ist alles. Und dann scherzt er ein bisschen, wurde auch gesagt, dass Toriyama ein bisschen gescherzt hat, und ja, wie gesagt, er fügt hinzu, naja, eigentlich habe ich darüber nachgedacht, ihn weiß zu machen, aber das würde sich farblich mit dem nächsten Gegner ein bisschen color crashen, wurde da gesagt, also ich würde es einfach mal mit weißen übersetzen oder so, aber er hat noch hinzugefügt, ich sparte mir das auf für eine nächste Gelegenheit. Und ja, wie gesagt, das hört sich schon mal sehr, sehr interessant an, und das hört sich danach an, dass dieser Super Saiyan White nicht in diesem Arc wirklich kommen wird, aber die ganzen Sachen deuten schon ein bisschen mehr darauf hin, weil der Super Saiyan Blue, er ist stark. Goku hat seine Super Saiyan Blue Kaioken, die er noch ausbauen muss. Natürlich, Vegeta hat wahrscheinlich auch noch was, irgendwas anderes oder so. Trotzdessen kann man sagen, dass der Super Saiyan White trotzdem für Black Goku perfekt wäre, denn Dragon Ball ist ein Manga, der ist ein bisschen anders als One Piece. One Piece, da kann man alles sehr, sehr genau betrachten, da kann man alles logisch begründen und so, da kann man auch mit Meinung argumentieren, weil sich auch gerade viel wiederholt, weil man da auch vieles rein interpretieren kann und so weiter und so fort. Bei Dragon Ball ist es so, dass dieses Werk an sich ein bisschen einfacher ist und dass man halt nicht so viel reinstecken muss, um was rauszufinden oder so. Also Dragon Ball ist sehr, sehr einfach gehalten, weil Toriyama an sich ein einfacher Mensch ist, denke ich mal. Und deswegen kann man auch schon hier damit argumentieren, indem man sagt, der Gegner heißt Black Goku und er wird immer Black genannt, und dann ihn einen Super Saiyan White zu verpassen, würde einfach von dieser Konstellation ja perfekt passen, weil es einfach komplette Gegensätze sind, die dann wirklich, ja, einfach zusammentreffen. Und das ist halt sowas, was man bei Dragon Ball auf jeden Fall erwarten könnte, weil es halt, ja, schon Sinn machen würde, sowas zu machen. Und wir haben ja gesehen, in den letzten Folgen oder in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge, glaube ich, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, dass Black jetzt diesen Körper komplett kontrollieren kann. Also er hat jetzt gelernt, hier mit diesem Saiyajin-Körper umzugehen hat. Und das Ding ist, ihr müsst überlegen, Black hat gegen Trunks gekämpft in der Zukunft und er hat Trunks ziemlich alt aussehen lassen, und Trunks konnte damals schon den Super Saiyan 2, der wie gesagt in der aktuellen Dragon Ball Super Zeitlinie nicht wirklich stark ist, aber damals oder zu den Verhältnissen der Zukunft ist es eigentlich ganz okay. Und Black hat kein Super Saiyan angewandt und hat Trunks trotzdem fertig gemacht. Das ist schon mal so eine Sache, wo man sagen kann, dass Black an sich, also der Typ, der dahinter ist, sehr, sehr stark ist, weil es scheint so, dass Black den Körper von Goku wirklich übernommen hat, und es scheint auch so, dass Black kein Saiyajin an sich ist, sondern dass er nur diesen Saiyajin-Körper, ob es jetzt Goku ist, ist mal dahingestellt, übernommen hat. Also ist Black irgendwie eine Art anderes Wesen, weil, wie gesagt, das ist halt das größte Indiz, Saiyajins nennen sich gegensätzlich nicht Saiyajins, und Black möchte die auch auslöschen, beziehungsweise er möchte die Menschen auslöschen. Und geht da auch über die Saiyajin-Leichen, sage ich mal. Deswegen ist er nur ein Typ, der den Körper übernommen hat. Er kannte den Körper auch nicht. Er musste erstmal mit ihm umzugehen lernen, indem er gegen Goku gekämpft hat. Deswegen kann man auch sagen, dass dieser Körper wahrscheinlich von Goku ist. Ob das jetzt der Goku ist, der in der Zeit gestorben ist, oder ob das der Jenseits-Goku ist, ist dann auch mal eine ganz, ganz andere Frage. Wie dem auch sei, Black kann nun diesen Körper kontrollieren. Er ist auf jeden Fall viel, viel stärker geworden. Und wir wissen, bei den Saiyajins ist es wirklich so, die sind eine Kriegerrasse, sie sind wirklich sehr, sehr stark, aber bei richtigen Saiyajins, bei Super Saiyajins, geht es auch darum, Super Saiyajin zu werden, und das fehlt ihnen noch. Und wenn er diesen Körper richtig kontrollieren kann, dann heißt es eigentlich auch, dass er diese Super Saiyajin-Form anwenden kann. Und noch mal was Kleines. Ich habe ja eben gesagt, Dragon Ball ist ein bisschen einfacher. Und ich frage euch mal, könnt ihr euch wirklich vorstellen, dass ein Black Goku, der komplett schwarz angekleidet ist, komplett böse ist und dieser Gegner ist, sich wirklich auch in einen Super Saiyajin verwandelt und dann auch diese gelbe Aura hat und dann so wie ein Z-Fighter wirkt? Ich finde einfach, das passt nicht. Klar, man kann sagen, bei Cell war das auch damals so, dass er diese gelbe Aura hatte und dann auch so eine Art Super Saiyajin gegangen ist, sage ich mal. Aber
ich glaube, bei Black passt es einfach überhaupt nicht, gerade weil er auch dieses Saiyajin-Aussehen hat von Goku. Und deswegen finde ich einfach, dass eine andere Farbe wirklich sehr viel Sinn machen würde. Und dann kommt wieder das ins Spiel, dass halt schwarz und weiß diese Gegensätze sind, die sich dann anziehen. Und dann würde ich das einfach perfekt finden, wenn man Black dann zum Super Saiyajin White machen würde, weil das einfach, wie gesagt, einfach noch am besten passen würde. Und außerdem habe ich ja gedacht, dass Goku erst ganz, ganz neu die Super Saiyajin Blue Kaioken ausgepackt hat und selbst diese nicht wirklich kontrollieren konnte und er selbst gesagt hat, dass es eine Technik ist, die er sich für Beerus aufgespart hat. Und wenn er die halt perfektioniert, dauert das sehr, sehr lange und ich glaube, das wird auch jetzt passieren, dass er dann das erstmal perfektioniert, weil es wäre einfach irgendwie komisch, diese Kaioken, die wir aus unserer Kindheit kennen, zurückzubringen und sie dann ganz kurz zurückzubringen. Ich glaube schon, dass es dann halt ein großer Part sein wird von Gokus zukünftiger Kraft und ich finde, Vegeta braucht mal vielleicht was Eigenes. Vielleicht ist es jetzt wirklich an der Zeit, wo man die einen Sachen kombiniert. Vielleicht wird es Gohan auch gelingen, dass er vielleicht die Mystic-Form mit einer Super Saiyan-Form kombiniert. Zum Beispiel, wenn er den Super Saiyan Blue lernt und das dann mit der Mystic-Form, wie gesagt, kombiniert. Habe ich ja auch schon im Talk besprochen, dass das dann vielleicht der Super Saiyan White sein könnte. Ich denke, das wäre vielleicht ganz cool, mal sowas in Dragon Ball einzuwerfen, dass man diese Super Saiyan-Forms kombiniert. Deswegen ist es bei Black wahrscheinlich auch so, dass er zum normalen Super Saiyan wird und da er halt irgendwie ein anderer Typ ist, ein Kaioshin, ein Makaioshin, was auch immer, wird es dann zum Super Saiyan White, dass er auch zwei Sachen miteinander kombiniert, so wie die Kaioken und den Super Saiyan an sich oder den Super Saiyan Blue. Ist dann ein bisschen schwer einzuordnen, ob das dann wirklich klappen würde, ob man für jeden Charakter sowas finden kann. Zum Beispiel bei Vegeta gibt es ja nicht wirklich was. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr was wisst, was Vegeta für so eine eigene Form bekommen könnte. Aber wie gesagt, ich denke, es würde dann so Sinn ergeben, dass man halt zwei Sachen kombiniert, weil wir haben das ja auch gesehen bei Goku, wie gesagt, und dann sollte Zamasu doch irgendwie Black Goku sein, kombiniert man das miteinander. Aber ich glaube, das schließt sich sowieso aus, weil Zamasu wird ja bald gezeigt und er scheint nicht irgendwie Black Goku zu sein. Oder ist es halt ein Flashback, kann man ja nie wissen, wie dem auch sei, ist Blacks Identität noch ein bisschen schwammig. Und ja, wir haben auch gesehen, dass Black an sich, wie gesagt, sehr, sehr stark ist. Er hat gegen Trunks sehr krass gekämpft, gegen Goku hat er auch noch Chancen gehabt. Im Super Saiyajin-Modus, wenn Goku, glaube ich, nur Super Saiyajin gewesen wäre, hätte er vielleicht Chancen gehabt. Und ja, er hat dieses schwarze Ki, deswegen ist er von Natur aus schon sehr, sehr stark. Deswegen denke ich, dass ein Super Saiyajin von ihm auch ein bisschen anders aussehen wird, ein bisschen stärker sein wird. Und ja, Beerus hat sein Ki auch schon mal irgendwo gespürt. Das heißt ja auch, dass dieser Typ halt irgendwie stark sein muss, wenn Beerus sich wirklich an das Ki erinnert. Das Ding ist halt, gegen Goku hat er kaum Chancen gehabt. Deswegen, vielleicht ist es ein Typ, der angeschlagen ist und deswegen einen neuen Körper braucht oder so. Und damals halt stark war oder so. Oder vielleicht hat er noch nicht mal alles gezeigt. Aber das glaube ich auch eher nicht, weil, wie gesagt, er hat schon alles gegen Goku eigentlich versucht und konnte dann erst diesen Körper kontrollieren. Deswegen gibt es da eine ganz große Frage, woher Beerus dieses Ki wirklich kennt. Weil Beerus hat so viel mit so vielen Leuten zu tun. Da glaube ich wirklich nicht, dass er sich an jedes Ki erinnert. Deswegen muss Black irgendwas Spezielles gemacht haben. Kann aber auch vielleicht was anderes sein, dass er vielleicht irgendwas, keine Ahnung, gestohlen hat oder so. Oder irgendwas gemacht hat, was halt aufgefallen ist. Irgendwie sowas in der Art. Wie dem auch sei, diese Hauptmessage von dem Video soll halt sein, dass Saiyajin White wahrscheinlich an Black Goku geht und dass die anderen Super Saiyajin-Formen von unseren Saiyajins, also den Z-Fightern, hervorkommen werden. Super Saiyajin Blue Kaioken, Mystic Super Saiyajin, sowas halt, denke ich mal, könnte wirklich stattfinden. Dann schreibt mir mal in die Kommentare, Leute, was denkt ihr? Wer könnte Super Saiyajin White werden? Wird es überhaupt einen Super Saiyajin White geben in diesem Arc? Und falls ihr denkt, dass es keinen geben wird, was denkt ihr, welche Form wird Black Goku dann bekommen? Denkt ihr, dass er ganz normal Super Saiyajin wird oder nicht? Schreibt mir das auf jeden Fall alles in die Kommentare. Ich kann leider nicht auf alles antworten, aber ich lese mir immer alles durch, da könnt ihr wirklich sicher sein. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr die Dragon Ball Super Videos supporten wollt, dann gebt auf jeden Fall ein Like, würde mich sehr, sehr freuen. Damit bin ich auch raus, wünsche euch natürlich noch einen super schönen Tag. Und ja, Leute, sitzt nicht so viel am Rechner, geht ein bisschen raus, zockt ein bisschen Pokémon Go, wäre auch ganz cool. Deswegen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!